alles schwarz hängt da oben in der Zimmerecke und lauert. Schwarzer Körper. Man erkennt eine scharfe, spitze Nase, schwarze Augen im blutroten Gesicht. Die Arme ausgebreitet wie zum Sprung. Bedrohlich. Schluss mit Medienanstalt-Zensuren. Das ist der Director's Cut. Meines Epistula-Pisonis Drama Sechster als ZMK. Ich rekrutiere Zeloten der Freidenkerschaft und stell mich vor als ihr Jim Jones in seidener Paenula. Mit zahnloser Kunst bekommst du keinen Fleischfresser satt. Deshalb verfasse ich Texte auf einem kreisigen Blatt. Doch biete so viel mehr als das Slasher-Film-Fandom kennt. Meine Gesellschaftskritik beginnt bei der menschlichen Existenz, die sich in den Keilrahmen ihrer Weltbilder selbst beschränkt. Früher ein religiöser, heute in technischer Effizienz. Diebeln in Bettkästen, wie in Messenger-Applications. Und ich hoffe, dass sich mancher an Kettenbriefen erhängt. Und hör mir auf mit den nächsten Amazon-Netflix-Trends, die dafür sorgen, dass man die besten Fernsehserien cancelt, weil der Mainstream resistent ist gegen Arthouse-Kinostreifen-Muster meines Klanggewands. Ich fühl mich manches Mal wie Brian Fuller. Bin für Musik heute, was Lars von Trier für die Cineasten. Kannst du dir vom Teufel per Apostille besiegeln lassen? Reit dich in dein Dorf ein mit dominanter Walkürenstaffel, ist der ortsvorstehende Monsignore die Kirchenflagge. Mein Name steht nicht für parodistischen Teenie-Schwachsinn, nicht für triviales One-Hit-Wonder-Hit-Fabrik in Plastik. Vorreper, omnivorischer Menschensohn. Trauer und Rezession sind vorbei. Die Gondeln tragen schon Depression. Von der Idee über die Produktion zum Marketing. Meine Kunst versprüht den Charme eines Arthouse-Films. Mein Final Cut hat ekelige Schnittsequenzen und nicht deshalb mit Publishern kreative Differenzen. Doch ich seh weit und breit keinen, der mich beerben könnte. Ich glaub, ich dreh noch ein weiteres kleines Ehrenründchen auf dem Grammophon. Und die Sturmflaute endet mit nem neuen Kassenschlager einer Blumhaus-Legende. Ich nehme ihr Sterben auf. Den Film anzusehen wird wundervoll sein. Aber nicht so wundervoll wie der Akt an sich. Hier wird auf Überlänge fließend Hass gepredigt. Sprecht zwar kein Business Englisch, aber Business Aramäisch. Business Verb ist Diabolo. Ness Mikkelsen versteht mich. Da steckt immer noch Qual in technischen Qualitäten. Ich verkauf mich nicht unter Wert für nen Kritikerpreis und werde niemals billig, aber immer missgünstig sein. Während die trizyklische Medizin den Kopf befreit von Druck, bleibt dieses Loch in meiner Brust gefüllt mit Tiefgründigkeit, die mein Borderline-Impuls in einer Wiederholungsschleife in die Hirnregionen leitet und als Biotoxin freisetzt, das sich per Oszillation in meinem Mikrofon verbreitet und dich mitnimmt auf einzigartige Psychotropenreisen, bis du urlaubsreif bist. Halt es fest in Videobotschaftsreihen, trag es in die Welt hinaus auf allen Mikroblogging-Seiten. Die Moral exazerbiert dank meinen Independent-Streifen. Weiter verbrennt sich, wenn sie auf meinen Hitzewellen reiten. Und dieses Album ist nur ein Prestigeprojekt, doch schwingt dich von der hohen Erwartungshaltung aufs Kniegelenk. Vor dem Maestro, der keine müde Ziege opfert für deinen Bock mit. Spoiler, es ist kein Plot-Twist, der hier deinen Kopf. Von der Idee über die Produktion zum Marketing. Meine Kunst versprüht den Charme eines Arthouse-Films. Mein Final Cut hat ekelige Schnittsequenzen und nicht deshalb mit Publishern kreative Differenzen. Doch ich seh weit und breit keinen, der mich beerben könnte. Ich glaub, ich dreh noch ein weiteres kleines Ehrenründchen auf dem Grammophon. Und die Sturmflaute endet mit nem neuen Kassenschlager einer Blumhaus-Legende. Von der Idee über die Produktion zum Marketing. Meine Kunst versprüht den Charme eines Arthouse-Films. Mein Final Cut hat ekelige Schnittsequenzen und nicht deshalb mit Publishern kreative Differenzen. Doch ich seh weit und breit keinen, der mich beerben könnte. Ich glaub, ich dreh noch ein weiteres kleines Ehrenründchen auf dem Grammophon. Und die Sturmflaute endet mit nem neuen Kassenschlager einer Blumhaus-Legende. Somatische Magenschmerzen, mein Körper mir was sagen soll, er meine Sprache sprechen. Wer bist Diabolus? Du willst mich anrufen? Doch bei dem Versuch kommt es zu Kabelbränden. Wer bist Diabolus? Langen Streit will ein Wörterbuch, doch beim Druck der Klappentexte schmilzt die Plattenpresse. Diabolus! Und ich versteh mich selbst nicht mehr, trinke im Semantikfluss. Wer bist Diabolus?